So, willkommen zurück zu Let's Play MyGolf trotz Tour mit Diddy Kong. Und hier gleich Par 5, wo Diddy Kong als einziger gescheitert ist. Alter, willst du mich da jetzt komplett verarschen, ne? So viel Ziel kann man gar nicht haben, dass man so einen einsamen, scheiß verkackten Pilz trifft. Das kann man mir nicht erzählen. Er trifft doch sonst auch nicht die einsame, verkackte Fahne. Diesen einsam stehenden Pilz, der ihn ins Out schleudert, den trifft man doch locker. Ohne Probleme. Hätte das nicht wenigstens ein wunderschönes Paar werden können? Nee, wir machen einen Boogie draus. Ein Boogie in der Paar 5 Welt. Weil man so unfähig ist, einen einsamen Pilz auszuweichen. Na, Baumhindernis. Und dann probieren, ob man da überhaupt treffen kann. Also ob das eine Teleporterröhre ist oder nicht. Wenn man sie treffen würde. Auch 13 ist immer noch verkackt. Bis zum geht nicht mehr. Und Yoshi darf probieren, die Röhre zu treffen. Weil das für ihn überhaupt im Bereich des Möglichen ist. Nein! Das war knapp. Irgendwann trifft irgendwer eine Röhre und dann ist die Welt geschafft, aber bis dahin könnte noch etwas Zeit vergehen. Überhaupt, wenn Wind auf einmal aufkommt, den man selbst gar nicht gebrauchen kann. Ja, drüber ist er, aber wo landet er? Das konnte man ja nicht sehen. Und dass der out ist, konnte man nicht wissen. Das ist beschissen. Aber Diddy darf jetzt sein Glück probieren. Oh, mein Laptop rastet schon wieder aus. Was soll das? Hat auch schon wieder seine, ich glaube ein Jahr hat er schon wieder, ein Jahr ist er schon wieder alt, der packt das schon wieder nicht mehr. Der geht, Treffer. Diddy Kong trifft die Röhre. Nein!
Igel. Perfekt, da geht's gar nicht zum Abschließen der Welt. Ein Igel in einer miserablen Welt, also in einer Welt, die einfach nur scheiße ist. Wäre schön, die Röhre zu... Wow. Langsam bin ich überrascht von mir. Jetzt treffe ich zweimal eine Röhre hintereinander. Und nein, das war zu stark, oder was? Nee, passt. Passt. Dachte schon, es wäre jetzt zu stark gewesen. Aber es regnet ja. Und Didi ist erster, habe ich gerade gesehen. Das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. Schön 301. Ja. Oh ja. Okay, schnelles Fairway wieder und das heißt ab in den Bunker. Und daraus wieder ein Chippen. Oh. Komm, der hätte auch funktionieren können. Da hat auch nicht viel gefehlt. Der hat schon ins Loch reingeguckt. Aber irgendwas da drin hat ihn so erschreckt, dass er dann doch nicht rein wollte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schließen die anderen das ab, ohne irgendwie drauf zu gehen? Also ohne irgendwie in den Abgrund zu stürzen. Ah, das ist doch eine gute Fläche. Die kann man benutzen. Ich würde sagen, das kann man lassen. Das kann man nicht lassen, das ist zu weit. Das ist eindeutig zu weit. Ja, nice Paar. Und damit ist auch Yoshi wieder erster. Eine blaue Röhre. Wo ist eine blaue Röhre? Ich hilf wahrscheinlich jetzt weiter oben. Ich sehe hier zumindest keine blaue Röhre. Am Anfang. Und mit der blauen Röhre kommt man sofort nach oben. Habe ich gesehen. Ah, da hinten ist sie versteckt, okay. Also nicht so wichtig. Kann man da auch reinschießen, wenn man es trifft. Ja, wenn man es treffen würde. Nice Stunt hier. Das Problem ist jetzt nur, dass ich einen Schlag zu viel gebraucht habe. Und ich jetzt nicht geguckt habe, wo ich lande. Das war auch ein Fehler, aber anscheinend kein großer. Ich will jetzt verarschen. Verarsch doch wen anderen. Fick dich ins Loch. Eieiei.
311. Noch 15, nee. Jetzt kommen wieder die schwierigen Level. Ja, ich schätze mal, die werden wir in diesem Part leider nicht mehr schaffen. Wo ist das andere Feld da? Es wird sich in diesem Part nicht mehr ausgehen, dieses Turnier zu beenden. Ich hoffe mal im nächsten Part sollte sich das eigentlich ausgehen, denn da sind wir dann schon in Loch 15 mit jedem mindestens. Sind dann noch drei Löcher. Also mit Loch 15 und 4, aber. Ein schönes Chibin wieder. Eins, was wir schon häufig gesehen haben. Einfach da hoch zu fahren, das gelingt schon irgendwie. Wieder nichts, wieder kein Chip-In. Also diesmal kein Chip-In, besser gesagt, weil vorher hatte er gerade eins. Minus 8. Und der Zweitplatzierte hat nur plus minus 0. Das ist dann mal ein ordentlicher Vorsprung von Waluigi. Komm. Wow, 327 Yards. Neue besten Ma. Das ist halt nicht dein Ernst. Kannst den verkackten Pilz nicht irgendwo anders hinstellen? Ich komm da nicht mal drüber! Ach ja. Wer war gerade Waluigi? Ja. Die darf nochmal probieren. Und falls das nicht packt, den Part werde ich höchstwahrscheinlich kürzer machen müssen. Gut, 328 Jahre, das hat doch keiner. Nicht euer Ernst sein. Der klappt, der Alter, der klappt wirklich. Und jetzt noch ein Chip-In von hier. Alter, das kannst du nicht sein. Diddy packt das tatsächlich noch. Unglaublich, aber Diddy packt.
Aha. Ja, die mal hier hin. Mal hoffen, dass das ins Wasser geht oder sowas. Natürlich geht's ins Wasser. Als hätte ich's verschrien. Und jetzt mit Yoshi, mit Waluigi noch, und wir noch 16 und probieren, ob sie es schaffen. Und dann war es das wieder für diesen Part. Denn danach haben wir 20 Minuten wieder erreicht. Oh, danke, danke. Danke, dass ich das ausgibt, dass ich da drüber kann. Alter, das wäre wieder ein perfekter Igel gewesen. Da hat natürlich mal wieder der ein oder andere Millimeter gefehlt. Leider, leider. Irgendwie diesen Pilz da ausweichen, im riesigen. Zusammen die ganze, das ganze Loch hier erschwert. Sonst wäre es ja ziemlich einfach. Alter, Bunker? Wollte mich verarschen. Das Grün grenzt direkt an den Bunker. Okay, das ist mal interessant. Waluigi darf es auch noch probieren. Besser gesagt, mal sein Loch 15 da abschließen und dann probieren. Verkackt viel zu viel. Aber wir bleiben mal ein paar Millimeter vor dem Loch stehen. Natürlich. Den Boogie kann man auch verkraften. Probieren konnte man ja. Und ja, damit war es das für diesen Part. Ich werde jetzt noch mal sehen, ob ich das Highlight finde oder ob es nicht mal gespeichert hat. Das hier auf jeden Fall speichern. Mal sehen, ob das hier war. Ich glaube noch. Warte. Na, nee, das ist nicht. Geht die noch 15? Genau, Didi in Loch 15, das werde ich mir jetzt speichern, da das knapp am Loch vorbei war. Und ja, damit wird der Part jetzt beendet.
Also, bis dann, auf Wiedersehen.